Erstmal ist das Ziel der Kanzlerin und auch der Landesregierung, denke ich, richtig, diese Zukunftstechnologie zu forcieren. In Gescher sind wir grundsätzlich gut aufgestellt. Wir sind bis auf den Innenstadtbereich und den Außenbereich schon seit einigen Jahren mit Glasfasertechnologie versorgt. Wir bündeln gerade im Außenbereich erneut Gebiete, damit wir auch auf dem Land diese Zukunftstechnologie bekommen. Und im Innenstadtbereich wird auch in wenigen Tagen die Bündelung vorangehen, um hier letztlich den Lückenschluss hinzubekommen. Nun ist ja die Stadtmitte so ein bisschen das Sorgenkind. Einzelhandel, Kleingewerbe, Banken und Verwaltung sind hier angesiedelt. Dennoch braucht es einen zweiten Anlauf, um die nötige Quote von 40% Anmeldung zu erreichen. Wie erklärt sich diese Zurückhaltung? Manchmal ist ein Start Vorteil, letztlich auch ein Nachteil. Der Leidensdruck war bei der ersten Bündelung im Jahre 2014 und 2015 im Innenstadtbereich am geringsten, weil wir hier eigentlich die besten Bandbreiten noch hatten, sodass sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viele Haushalte dazu entschlossen haben, auf die Zukunftslösung Glasfasertechnologie zu setzen. Ich denke, dass dieser Makel aber jetzt bei der zweiten Bündelung und auch durch die größere Präsenz in den Medien des Themas behoben werden kann. Wie wichtig ist die Glasfasertechnik für die Innenstadt? Welchen Appell richten Sie an die Bürger der Innenstadt? Ich hatte es gerade schon mehrfach erwähnt, das Glasfaser ist die absolute Zukunftstechnologie im Bereich der Internet-Breitbandversorgung. Und deswegen wäre es mein Ziel für die Stadt Gescher, dass wir hier eine flächendeckende Versorgung erreichen im Innenbereich mit dem Lückenschluss, der sich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen ergibt, als auch im Außenbereich. Und auch hier bündeln wir weiter und sammeln weiter Stimmen, um auch im Außenbereich eine Glasfasertechnologie zu gewährleisten.